wie wir hier an diesem Standort heute sind, ist vor genau 30 Jahren die Firma Rupa Laufenberg gegründet worden. Die Firma mal mit 4 Mann sozusagen in einem Büro war und jeder kannte natürlich jeden und man war sozusagen zusammen und auf einmal hat man 1400 Menschen überall auf der Welt und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Standard gibt es bei uns gar nicht. Also bei uns ist eigentlich jeder Auftrag muss immer wieder neu gewonnen werden. Und es ist auch jedes Mal wieder eine neue Herausforderung, weil natürlich alle unsere Kunden unter Wettbewerbsdruck stehen. Das größte Bedauern ist eigentlich immer für mich, dass alles das, was unsere Mitarbeiter wirklich Tolles machen für die Kunden, wir nie sagen dürfen. Denn wir sind ja in der Entwicklung oder sogar Vorentwicklung tätig. Und das ist ja nun mal letztendlich leider so, dass das, was in der Entwicklung ist, auch geheim bleibt. Aber es ist natürlich schon so, dass wir an vielen Produkten bei Ford, bei Opel gearbeitet haben. Ja, Ford ist ja nicht nur 30 Jahre hier in Deutschland unser Kunde, sondern es war ja auch einer der Treiber, eigentlich kann man sagen, dass wir ins Ausland gegangen sind. Wir haben 250 Menschen inzwischen, die in England arbeiten für uns, auf der gesamten Insel und den verschiedensten Kunden, Ford, Nissan, Jaguar, Aston. Das sind tolle Produkte, tolle Leute, die da wirklich uns immer wieder am Kunden ein gutes Bild geben und dem Kunden einen guten Service geben. Das ist aufstehen morgens und für den Kunden guten Dienst tun. Das ist, denke ich mal, toll, wenn das eben 1400 machen und nicht erst nur 4 oder hoffentlich dann vielleicht 4000. Und ich finde es eine absolut spannende und hervorragende Branche, weil es permanente neue Produkte gibt, neue Themen, die ins Auto integriert werden, wie Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, neue Motorentechnologien und so weiter, Antriebstechnik. Also es wird niemals langweilig im Bereich Automobil und das ist halt das Spannende an dieser Branche, an dem Job. Ich möchte aber auch sagen, dass gerade auch in den anderen Branchen immer das gilt, was ich vorher schon gesagt habe. Engineering Excellence Worldwide. Wir haben den gleichen Anspruch an den Kunden und an den Service an den Kunden zu bieten, wie wir das auch in dem Automobilmarkt haben. Ich denke, wenn man sich den Weltmarkt beschaut, müssen wir natürlich immer wieder feststellen, dass es noch viele Länder gibt, die einen erheblichen Nachholbedarf haben an mobilen Ressourcen. Aber was auch natürlich ein Erbe ist, ist wirklich, dass wir ein Inhaber oder familiengeführtes Unternehmen sind. Das ist ja jetzt in der zweiten Hand sozusagen. Das möchte ich mir noch mal besonders wichtig, dass jeder Mitarbeiter, jeder Standort und jede einzelne Firma weiß, wir sind RLE. Ja, der Denker hat ja nicht nur den Anspruch oder ist sozusagen als Erbe aus dem alten Logo gekommen, sondern wir haben uns ja das eigentlich noch mal ganz bewusst auf die Fahne geschrieben und haben uns ganz klar gesagt, wir wollen nicht nur den Denker reinnehmen, sondern auch über den Claim unseren Anspruch nochmal deutlich machen, nämlich Engineering Excellence Worldwide. Dass wir ganz klar uns zum Engineering-Markt bekennen. Das ist unser Heimatmarkt, das ist auch unsere Heimatkompetenz oder DNA sozusagen. Und dass jetzt jeder einzelne Standort in dieser Region eben letztendlich unseren Namen, unseren Ruf nach vorne bringt und letztendlich jeden Tag am Kunden einen super Job macht und eben dies auch in der Zukunft uns zum Erfolg bringt.